Nein, mein Ton ist nicht kaputt. Ich wollte mal einfach mal hier die Surfmusik genießen. Apropos Surfmusik, das habe ich euch auch vergessen zu erzählen. In Tasmania City gibt es ein Haus, wo ich gesagt habe, da kommt man nur mit Surfer rein. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da steht ein Mann. Zu dem bin ich auch, wo ich ja einkaufen war, hingesurft. Er hatte ein tolles Geschenk für uns, und zwar eine TM. Es war Weichei. Nur Shanera kann Weichei lernen. Das heißt, es war totaler Schwachsinn und macht einfach unser Lager wieder voll und unseren Rucksack und ach, da habe ich mich geärgert. Ich habe gedacht, er hat wirklich was Cooles, aber nein, Weichei. Ich weiß nicht mal, was Weichei bewirkt. Ja, und wie gesagt, Musik kurz genossen. Er hat ja alles seine separate Musik, also egal ob man in. Achso, ich wollte genau da wechseln, okay. Egal ob man in einer Stadt ist, ist eine andere Musik, als wenn man außerhalb der Stadt ist, und Kampf ist eine andere Musik, als wenn man normal außerhalb der Stadt ist und. Also wie gesagt, es gibt hier so die unterschiedlichen Melodien auch. Wenn man surft, ist eine andere Melodie, als wenn man. Dort macht hier noch ein bisschen Druck. Kommt auch letztes Mal auf Level 52 nach oben. Als wenn man zum Beispiel mit dem Rad fährt. Radfahren ist eine andere Melodie als hier rumsurfen. Aber mir ist dabei aufgefallen, die Weltschmunden sind ein schöner Zufluchtsort. Mir ist dabei aufgefallen, ja, still, genau. Du kannst nirgendwo so richtig mitsummen, mitsingen, wie auch immer. Ich weiß, ich kann sehr gut schlecht singen. Aber es ist einfach nur Töne aus dem Mund rausbringen. Also wie erzählen vom Prinzip ist und gut und schlecht, meine Güte. Das ist wie ich nehme jetzt ein blödes Beispiel. Also man kann auch sämtliche Klamotten tragen, die man tragen möchte. Weil man muss einfach nur dazu stehen, was man anhat, was man trägt. Also auch zu seiner Meinung. Man muss einfach nur dazu stehen und sich nicht immer von den anderen so beeinflussen lassen. Und das ist wie bei mir mit dem Singen. Also ich weiß, ich bin jetzt keine Granate im Singen. Also ich kann jetzt nicht unbedingt gut singen. Ich mache sogar im Radio, im Auto das Radio so laut, damit ich mich nicht unbedingt selber höre. Aber ich mache es trotzdem gerne. Also nur wenn meine Stimmlage jetzt nicht unbedingt zu dem passt, was alle anderen hören wollen, muss ich doch damit nicht aufhören, sondern ich mache es trotzdem gerne und ich mache es auch weiter und ich summe auch gerne irgendwelche Melodien mit und lass mich nicht von anderen beirren, sondern ich mache es, weil ich es will und ja. Und mir egal, was die anderen erzählen. Das wird nicht vom Glorak. Es tut mir leid, aber ich will, dass du überlebst. Ja, dann kommt halt wieder hin. Okay, hier ist kein Trainer weiter. Ein wildes Center auf Level 10. Nur gut, dass wir uns nicht dafür entschieden haben, das mitzunehmen. Ich glaube, da würde ich wahnsinnig werden, wenn ich jetzt ein Tentara-Level müsste. Von Level 10 auf demnächst dann Level 60. Das sind 50 ganze Level. Entschuldigung. Nee. Nee. Na gut. Das soll aber nicht unser Problem sein. Oh,
den Fischen treiben. Oh ja. Einfach nur treiben lassen. Ich war mal in Ägypten gewesen. Und da habe ich so eine Delfin-Tour mitgemacht. Ja, mit den Delfinen bin ich jetzt nicht unbedingt geschwommen. Will ich mich auch nicht unbedingt dazu äußern, wie das verstanden gelaufen ist. Aber wir durften dann, also wir sind ein bisschen weiter weggefahren, wo man schnorcheln durfte. Mit den kleinen Fischis. Und ich bin dann mal ins Wasser und es sah aus wie im Aquarium. Das war wirklich Wahnsinn. Wir haben Unterwasserfotos gemacht, ein Bekannter von uns, der mit gewesen ist. Eigentlich denken alle, wenn sie die Fotos sehen, dass es entweder irgendwo im Zoo fotografiert oder halt, wie gesagt, in einem Aquarium. Das sieht nicht aus, als wenn das eine freie Wildbahn ist. Es ist aber, und genau das fand ich so geil daran. Und dann war das Wasser aber wie in der Badewanne, also total warm. Wenn wir am Strand gelegen haben und wollten da ins Wasser, ja, dann hat das schon einiges an Überwindung gekostet. Ich muss mir einen Plan holen. Hat das schon einiges an Überwindung gekostet, wie man, bevor man ins Wasser gegangen ist. Aber dort, das war so herrlich. Wirklich, wie Badewanne, so warm das Wasser. Ganz, ganz toll. Ja, okay, das war das hier. Ich kann mich so ein wenig erinnern. Da muss ich auch irgendwie schon mal, glaube ich. Ich muss mal lesen. Meine Nase kribbelt. Aber nein, ich unterdrücke es. Ich will euch nicht ins Mikrofon rein niesen. Da mein Mikrofon ja eher nicht ganz das Beste ist. Ich muss mal schauen. Es gibt ja bei manchen Mikrofonen so ein Filter davor hier, so ein Stofffilter. Ich muss mal gucken, ob ich so einkriege, ob es dann besser wird mit meinen Aufnahmen. Oh, oh! Ein Enteron! Ich bin sehr irritiert. Weil ich dachte immer nur, Enteron und Enton gibt es nur in der blauen Edition und gar nicht in der roten. Ich weiß nicht, warum ich auf den Trichter komme, aber ich war immer der Meinung, die gibt es nur in der blauen. Okay, okay, okay. Hat der irgendwas mit Muschas zu tun und so weiter? Habe ich nicht verstanden. Also ja, okay, im Film, also in der Serie, Flagman sitzt am Strand, hält seinen Schwanz ins Wasser und Muschas beißt rein und entwickelt sich dadurch. Ja, okay, verstehe. Aber hier im Spiel, wie soll das funktionieren? Versucht mich so durchzuvorstellen, aber wenn wir das, wenn es nicht funktioniert, hole ich mir bis zur nächsten Aufnahme jedenfalls eine Karte. Also hier von den Seeschauminseln. Weil ich weiß gerade gar nicht, was wir machen sollen. Wo will ich? Ich glaube, ich werde die Seeschwamminseln dann auch zum Leveln nehmen. Vielleicht? Okay, da unten an das erinnere ich mich. Ich werde die Seeschwamminseln vielleicht zum Leveln nehmen. Oder das verbrannte Haus, das weiß ich noch nicht.
Ich weiß, verbrannter Haus heißt nicht verbranntes Haus, das heißt irgendwie anders, aber für mich ist es verbrannter Haus. Genau, und da müssen irgendwie, also hier bei dem Wasser, da müssen zwei Steine davor. Den Stein wegschubsen. Den Stein da reinschubsen. Und so. Ah, nein! Oh nein. Wo bin ich jetzt? Ich glaube, hier unten war das. Oder? Ah. Man sollte nicht in diese Löcher fallen. Wie ihr gerade gesehen. Und vor allem nicht. Also man kann da reinfallen, wenn man die Steine unten findet. Ansonsten sollte man da nicht rein. So. Ja, und die stehen natürlich wieder so da, wie die Ausgangsposition war. Okay, es hat ja nicht so lange gedauert. Außer man wird hier ständig von Pokémon angegriffen. Ja, was mir auch häufig passiert ist beim Leveln, dass meine Attacken einfach zu Ende waren. Also, ich hatte im Endeffekt keine Attacken mehr. Das heißt, die Pokémon benutzen ja dann Verzweifler, womit sie den Gegnern Schaden machen, sich aber auch selber. Das heißt, die haben sich dann theoretisch alle immer selber umgebracht, beziehungsweise bewusst losgeschlagen. Und somit musste ich dann wieder zurück ins Pokémon Center, um die zu heilen. Weil sie sich selber bewusst geschlagen haben. bevor ich das nächste Mal... Genau, und jetzt wird man von der Strömung nicht mehr weggetrieben. Okay. Ging schneller als gedacht. Hier ist unser Arktos. Was wir aber einfach zufrieden hier leben lassen, hier ignorieren wir einfach. Weil warum sollten wir ihm irgendwelches Leid antun? Oder. Nein, es darf einfach in Ruhe da leben. So, und hier irgendwie müssen wir jetzt noch Steine runterschmeißen, glaube ich. Mich erinnern zu können. Wo war ich? Seeschaum in der Höhle? Ich weiß es nicht mehr. Hier Steine runterwerfen habe ich anscheinend schon gemacht. Nein. Ich muss hier Steine runterwerfen. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Wo soll ich hier langlaufen? Ich hatte irgendwann angefangen zu erzählen an Leute.
danach am Hammer Arktos gefunden. Und mein Gedanke, also mein Erzählfluss ist beendet gewesen. Agilität. Nein. Ach, ich weiß es wieder. Da ist der Gedanke. Bevor ich das nächste Mal offline levele, werde ich, nein. Ja. Nicht erlernt, okay. Werde ich, oder werden wir mal reingucken, bei wie viel Zeit wir denn, wie viel Zeit wir schon gespielt haben. Um einfach mal zu sehen, wie lange ich hier wirklich effektiv im Hintergrund, zocken muss. Also, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon um die 50 Stunden, nein, 60 Stunden waren es, ne? Was ich gespielt habe. Aber ihr seht natürlich die 60 Stunden nicht. Und einfach um mal zu wissen, wie lange ich brauche, um 10 Level sozusagen hochzukriegen. Also von 50 auf 60. Beziehungsweise 50 plus bis 60. Werden wir dann. Wollte ich das einfach mal testen und mal gucken. Müssen wir da drüben. Ich habe euch schon gesagt, schon mal gesagt, ich weiß nicht, wo ich hier lang muss. Ich kann mich so ganz grob noch erinnern, was hier zu machen ist, aber wie gesagt, ich habe zum großen Teil die Seeschwamminseln immer gemieden und bin andersrum. Weil das war mir einfach hier zu nervig. Da hatte ich absolut keinen Bock zu. Okay, reinwerfen. Hier mit Steine schubsen, ständig angegriffen zu werden. Na, ne? Ne, das war mir nicht. Das war mir einfach nicht. Anderen Stein danach zu kommen, der auch noch runtergeschubst werden muss. Arktos gefunden. Ich bin der Meinung, in dem verbrannten Haus, wovon ich ja schon gesprochen habe, dort gibt es ja Lavados. Nein, nein, das habe ich Blödsinn erzählt. Und zwar ist Lavados nicht im verbrannten Haus. Und zwar Lavados ist auf der Siegelstraße zu finden. Oder? Ja, doch. Doch, Lavados findet man auf der Siegelstraße. Also, bevor man zu den Top 4 kommt. Und es gibt hier aber noch ein drittes legendäres Vogel-Pokémon. Was man auch nur weiß, wenn man es weiß, glaube ich. Also, ich weiß gerade nicht, wo man das bekommt. So, jetzt springen wir einfach hinterher, weil wir wollen ja den Stein schubsen. Also drei legendäre Vogelpokémon und gehört Zapdos dazu. Ich muss mal gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir herausfinden, wo die ganzen Tipps eigentlich herkommen würden. Okay, ich glaube, hier bin ich einfach da, wo ich zum Arktos komme. Wir öffnen
immer den anderen Weg drüben lang. Ach, das ist ein ganz kleiner Mini-Fitz da im Übrigen. Ich muss mal gucken, wo man das denn eigentlich alles erfährt. Weil, spielen weiß ich nicht gut. Was war denn zuerst? War zuerst die Serie da oder das Spiel? Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber man kann doch nicht davon ausgehen, dass vor allem die Kinder... Nee, das nicht. Also gerade als Kind weiß man ja sowas. Aber dass wenn man sich ein Spiel kauft, dass man die komplette Hintergrundgeschichte dazu und so weiter, dass man die schon kennt und das weiß, was hier eigentlich Sache und Phase ist. Also, weiß ich nicht. Das hier sieht doch gut aus. Das sieht nach dem Weg aus. Oder? Oder? Ja. Jawohl. Wir haben es rausgeschafft. Sehr schön. Wir spielen wieder ein bisschen Labra. Kämpfen wir ein bisschen mit unseren Nicht-Labras. Hast du auch gerade Urlaub? Nee, ich bin wegen Corona, also wegen dem Lockdown, bin ich eigentlich nur zu Hause. Ich würde gerne mal wieder Urlaub machen, also in den Urlaub fahren vor allem. Vor allem die Zeit jetzt war ich in Ägypten. Wir haben schön in der Sonne gelegen. Da durfte man noch fliegen, aber da war hier schon gerade, ja, es war schon in Medien, aber wir durften noch fliegen und haben das auch wirklich genossen, dass wir da ein bisschen in der Sonne waren. Und ihr könnt mir über Ägypten erzählen, was ihr wollt, gefährlich, bla bla bla. Ich gehe da abends raus, ich gehe da abends einkaufen. Ich muss mich da nicht in die engsten Gassen treiben lassen, also oder gehen, sondern ich gehe auch nicht alleine raus, sondern immer mit jemandem zusammen. Von daher finde ich das jetzt nicht so was gefährlich. Also weiß ich nicht. Man kann sich auch alles schlimmer reden, als es ist. Also ich gehe da abends raus, ich gehe da abends einkaufen. Da im Hotel ziehen sie dich also so nur über eine Hucke, also unverschämte Preise in den Hotels immer. Da kriegt man draußen in Level 5, okay. Dann kriegt man draußen in den Läden dann doch ein bisschen günstiger noch. Also noch günstiger. In Hotels ist es auch günstig, will ich jetzt nicht sagen, aber draußen ist es spottebillig. Und wie gesagt, also ich finde es einfach günstig, Ägypten. Ich muss mir dort nicht alles kaufen, aber ich gucke da schon so ein bisschen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und wo ist man für so einen Preis in 4 Stunden in der Sonne? Also vor allem im Winter. Ich werde auch niemals im Sommer nach Ägypten fliegen. Aber im Winter in 4 Stunden, ja, bleibt eigentlich nur Ägypten oder die Kanaren, beziehungsweise Marokko und so weiter. Aber gut, Marokko weiß ich jetzt nicht ganz. Wie das dort Klima müsste ähnlich sein, aber Wasser stelle ich mir ziemlich kalt vor, weil es ja Atlantik und nicht Rotes Meer. Ja, Kanaren, hier sind auch Atlantik. Und ist halt Spanien, ne? Also ist unheimlich teuer. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Spanien teuer ist, sondern einfach im Winter die Kanaren sind pro Person mindestens 200 Euro teurer als Ägypten. Und Flugzeit ist in etwas gleich. Also es muss jeder selber wissen, oder sollte jeder selber wissen. Dein Pokémon hat ihn dahin geflogen. Warum nimmst du es dann nicht, um wieder wegzufliegen? Weil du bist da auf einer kleinen... auf einem kleinen Steg oder sowas.
muss jeder selber wissen, wo er hinfliegt. Und natürlich sind auch die Kanaren schön. Es ist auch eine sehr, sehr schöne Landschaft. Auf Lanzarote ist, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe immer gesagt, eine Mondtour mitzumachen. Es ist aber keine Mondtour, es ist so eine Tour da durch die Kraterland, also Vulkanlandschaft. Es war wie auf dem Mond. Es war einfach sehr, sehr spannend, toll. Aber an sich, Hotel und so weiter, teuer. Wirklich teuer. Also. Finde ich auch mal ehrlich. Aber nach Sonnen. Also im Urlaub, wenn es da Buffet-Essen gibt, ja, da esse ich Sachen, die würde ich, da würde ich hier niemals auf die Idee kommen, das zu essen. Um mal dabei sein, auf Lanzarote ist mir das mal so ergangen. Ich hatte mich eigentlich vergessen, um Gottes Willen. Ich wollte irgendwelches Fleisch haben, keine Ahnung, und daneben haben sie irgendwas gebrutzelt. Na okay, aber mit, ja, es sah nicht so schlecht aus, okay, ich habe mir so ein Stück mitgenommen in dem, was da gebrutzelt wurde. Was ich mir da mitgenommen habe. Thunfisch. Ich hasse den Thunfisch hier aus der Dose, der auf der Pizza ist und so weiter. Ich finde das einfach nur bäh. Wirklich bäh. Weil diesen Dosenfraß-Scheiß, Entschuldigung für alle, die es essen, gerne. Ich mag es halt einfach nicht. Für mich ist das nicht dieser Thunfisch hier aus der Dose. Aber. Thunfischsteak gebraten auf dem Grill. Leute, ist das geil. Echt. Das ist so lecker gewesen. Und ich esse den Thunfisch hier aus der Dose immer noch nicht. Aber ich sage nicht grundsätzlich, dass ich kein Thunfisch esse. Sondern ich esse den aus der Dose hier nicht. Ich mag das auch nicht, der auf der Pizza ist, weil das ist auch nur der aus der Dose. Aber ein Thunfischsteak. Das gibt's hier aufzukaufen. Habe ich mir auch schon mal geholt. Und das auf dem Grill gepackt. Das ist so lecker. Aber man muss es sich, es ist nicht günstig. Absolut nicht. Und man muss es sich mal gönnen wollen. Ist, wie so viele Sachen. Ja, viele sagen ja hier, ja, was gibt es bei euch zu Weihnachten? Ja, bei uns gibt es Weihnachtsende, keine Ahnung. Bei uns gibt es Heiligabend Raclette. Also, bei meiner Mutter, ihrer, also bei meiner Familie sozusagen. Bei meinem Freund, Musi, seiner Familie, gibt es Eisbein. Ja. Eisbein. Ich mag kein Eisbein. Es ist mir zu fettig. Es, ich mag es nicht unbedingt, wenn ich die Knochen daran noch sehe. Also auch hier so Hühnchen-Stick-Flügel. Wie heißt das? Halt, wo dieser Knochen noch dran ist. Wo diese Hühnchen-Schenkel. Ich mag es nicht. Ich mag die Knochen nicht sehen. Nein. Und auch Eisbein. Nee, es ist nicht meins. Ich esse Fleisch. Ich esse gerne Fleisch. Ich esse Kasper, alles mögliche. Also ich habe dieses Jahr dann, also nein, vorher ja Kasper bekommen. Die anderen haben Eisbein gegessen. Ja, sollen sie machen. Ich mag es nicht, wenn da diese Knochen noch dran sind. Das schreckt mich einfach immer irgendwie ein bisschen ab. Ich weiß nicht warum. Ich mag es deswegen einfach nicht. Das ist so ein bisschen der späte Kopf auch sehr eine große Rolle. Ja, zumindest ein Eisbein kann man auch so im Winter machen und essen. Und auch hier Kassler. Ja, meine Mutter macht öfters mal Kassler und so weiter. Ja, weiß ich nicht. Sondern, ich finde Weihnachten sollte sowas sein. Also sollte sowas gegessen werden, was man sich halt sonst nicht leistet. Nicht leisten möchte, nicht leisten kann. Deswegen,
weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Wie viele essen ja Weihnachten Kartoffelsalat und Würstchen. Kann ich nicht nachvollziehen, denn ich möchte Weihnachten, also Heiligabend, wenn ich von Weihnachten rede, spreche ich von Heiligabend, ne? Möchte ich was Besonderes haben. Wie ansonsten waren wir Silvester auch immer bei einer Freundin aushelfen gewesen, und die hat einen Gastronomiebetrieb. Und sie hat halt immer gefragt, hier könnt ihr in der Küche was helfen mit Abwaschen. Und sie gibt uns auch sehr viel, sie kommt auch zu uns und dies und das und jenes und hilft uns. Und deswegen haben wir einfach ausgemacht, hier, hör zu, du kommst, wir kommen dann dafür einfach immer Silvester zu dir. Okay. Es macht sehr viel Spaß dadurch, dass dann viele unserer Freunde auch dort sind. Ja, und da gibt es halt Silvester dann immer auch Riesenbuffet. Also letztes Jahr Silvester war ja alles anders. Das heißt, wir waren zum Armbrot bei meiner Schwiegermutter eingeladen, also bei Schmusi seiner Mama. Dort gab es Silvester Kartoffelbrei mit Würstchen. Hat vollkommen ausgereicht, fand ich gut. Hat mir gefallen. Aber wie Weihnachten? Nein. Weihnachten möchte ich das nicht. Aber Silvester fand ich das echt eine geile Idee. Wiener Kartoffelsalat. Ich weiß gar nicht, was es noch gab. Selbstgemachtes Brot hatte sie, also sie hat selbst Brot gebacken. Und ihr Knoblauchbrot gemacht und so weiter und so fort. Tisch war gut gedeckt, ein bisschen Salat noch dazu, Salätchen. Vollkommen ausreichend. Wirklich, es war vollkommen ausreichend, es war schön, es hat Spaß gemacht. Wir sind um 9 rum, sind wir nach Hause gefahren, um 11 lagen wir im Bett und haben geschlafen und haben nichts dann so mitgekriegt, also vom Jahreswechsel. Ja, brauche ich auch nicht. Ich brauche diesen Trubel darum nicht, das ist ein Tag wie jeder andere. Wir haben es auf die Knoberinsel geschafft. Ich freue mich, dass ihr mich wieder begleitet habt bei unserem Abenteuer und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Also bis dahin, ciao!